2. Manni, aufstehen. Na komm. Na komm, wir wollen in den Park. In den Park. In den Park. Das war nicht ganz so früh. Dann wollen wir mal auf in den Park. Oh. Wir sehen davon, dass wir uns fertig machen müssen. Müssen wir noch den ganzen Schiss mitnehmen. Ach Mann. Und ich habe mit Victors Ring geschlafen. Ja, selbst in der Nacht war ich ein Charakter. Und da hinten hängen noch die Kimonos von gestern, die wir gleich nochmal anziehen werden. Oh yeah. So, wir haben jetzt aus unserem Hotel ausgecheckt. Ja, jetzt haben wir einen Haufen Gepäck dabei. Nee. Das ist mit Rucksack. Macht wunderbärchen Spaß. Und Juri hat sich die Sacken aufgetrunken. Ja, es ist total warm. Heute wird es 24 Grad. Wir hatten ja gerade 10 schwarze Sacken an. Juri! Du bist Ausländer, du darfst das? Nein, du Rassist. Oh. Okay, auf geht's. Oh, sie quietscht ja heute gar nicht. Nee, ich glaube, sie ist ganz gut drauf, die Treppe heute. Siehst du? Sie ist gut drauf. Sie ist gut drauf. Oh mein Gott! Scheiße, das kriege ich doch niemals hin! Oh. Oh, oh, oh. Jetzt hat sie... Ich hab's hingekriegt. Es war gut. Es war fantastisch. Magic, die hat wieder aufgehört. Sie geht ja auch andersrum. Krass. Yay. Der nächste Zug kommt in einer Viertelstunde. Und wir müssen uns jetzt ein neues Ticket holen, weil unser 24-Stunden-Ticket gerade abgelaufen ist. Wir wollten extra um 21:15 los, damit wir das nochmal nutzen können, damit wir halt nur allen einfach so Fahrt zahlen müssen, weil wir später nochmal zum Bahnhof, Hauptbahnhof hin müssen und mit Flixbus dann nach Hause fahren. Ja, im Cosplay mit Kimono, 4 Stunden Flixbus. Yay! Wir freuen uns. Die Reise ist noch nicht zu Ende. Juri ruft jetzt Way an. Juri, du hast doch mal eine tolle Handyhülle. Wo kommt die denn her? Moment, wollten wir nicht in den Japan-Garten? Mann, wir wollten noch in den Japan-Garten. Jetzt warten wir erstmal auf Way. Way. Und dann gucken wir mal, ob wir dann noch da hingehen. Way, far away. Ich habe einen neuen Kofferzieher gefunden. La 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 la. Wir fahren. Tschüss. In dem Park. Hallo, bin ich Thomas. Hier ist so Wasser. Das ist ein Schild. Ey, du musst mir meine Idee weg. Ich habe es mir gedacht, dass du das machst. Deswegen habe ich mal schon vorher gemacht. Ah. Stell ihn auf die Seite. Genau. Du kannst ihn auch auf die Seite stellen. Ich bin ja so. Ach, du bist höher. Assi, das ist mein Koffer. Soll das? Ich hab Lust, deswegen darf ich das.
Aha, was Brüste. Ja, und die sind noch nicht mal ausgestopft. Das ist hier schlimmer eigentlich. Dinge, die ich immer... Juri, du bist jetzt auch ein Assi? Das funktioniert nicht. Hallo, die Zeichentasche. Einer muss anständig sein und eigentlich Juri. Ist der Japaner anständig. Ja, super. Super Japaner. Ja, das ist dein Einfluss. Das ist dein schlechter Einfluss. Ich bin der Blöße, ich darf. Das ist schön. Das Böse! Bin ich böse? Doch! Und du hast recht! Ich sowieso. So, jetzt haben wir uns in Japan Garten eine neue Base zum Chillen gesucht. Denn wir wollten Leute beobachten. Wir haben nichts anderes zu tun. Jungs, was habt ihr dazu zu sagen? Dass ich ein Mädchen bin. Ja, Mädchen und Junge. Bubis. Bubis, was habt ihr dazu zu sagen? Ich bin gerade ein bisschen geflasht von dieser Brickstation. Meinst du das da hinten? Eine Rickception, oder? Ist ja, das ist der Rick Morty Thunder. Oh, wir chillen. Jo, genau, unsere neuen Cosplay-Pläne. Ja. Das ist so eine Schnapsidee mal wieder gewesen. Die Schnapsidee lautet, wir machen Boku no Hero. Sie macht Kirishima. Kirishima. Sie macht Tetsu. Und ich mach dann Bakugo. Und dann machen wir die Manly Man Group. Manly Man! Super, und super stehen dann da immer männlich! Männlich! Ja, okay, männlich hat auch halt. Super, super manly. Hallo? Sie sagen, ich wäre eine Tunte, aber ich bin keine Tunte. Ich bin männlich. Jo! Wow! Such an ass! Gar nicht. What?
Juri hat sich umgezogen, dieser Penner. Sagt er, der auch umgezogen ist. Ja, ich musste mitziehen. Oh, Arsch, Arsch, Arsch. Arsch. Ja, ich habe beschlossen, ich nehme das da mit. Überhaupt kein Chick Harassment. Jo, es geht. Wir haben uns umgezogen. Die Kimonos haben sich ständig verabschiedet. Ja, die haben heute leider nicht so gut gesessen. Aber wir hatten auch keinen Bock, die da unten wieder neu zu binden, weil wir die ganze Zeit am Chillen waren. Deswegen. Gestern war das einfacher. Ja, weil wir gestern die ganze Zeit gelaufen sind und halt nicht so hingesetzt haben. Und dann verziehen die sich nicht. Naja, vielleicht erzählen wir noch nachher was. Wenn nicht, dann nicht. In den Jeanshosen schwitzt man sich den Arsch ab. Du kommst mir ganz schön nah. Entschuldigung, die Tasche ist da. Ich will auch näher. Du willst näher? Ja. Hallo. Wir sind jetzt im Flixbus nach Hause. Kommen wir am Sonntag etwas kürzer vor uns. Genau, weil wir halt das Ticket schon hatten und das war irgendwie für 16:30. Deswegen mussten wir ein bisschen früher aufbrechen. Genau. Und zudem war es halt so eine spontane Aktion, jetzt ist überhaupt ein Cosplay-Rumlauf. Ansonsten? War heute ein bisschen Gammeln angesagt. Also wir haben viel nur so rumgesessen, geguckt, Leute begrüßt von gestern. Und auch mal ein paar andere getroffen, die wir vorher noch nicht kannten. Das war ganz nett. Aber jetzt so großartige Aktionen mit Fotos oder so war jetzt nicht mehr. Nee, wir wollten halt einfach so ein bisschen das chilliger machen. Es ist aber auch richtig verdammt warm geworden. Und das hat schon so gepasst. Aber trotzdem nochmal danke an alle, die von gestern dann auch nochmal kamen. Und hat uns total Spaß gemacht mit euch. Ja, auf jeden Fall. Also immer wieder gerne. Und wir freuen uns auf die nächste Con, wieder dieselben zu sehen und wieder neue zu sehen. Genau. Bis dahin. Macht's gut. Gehabt euch wohl.